Einem Bären ist es egal, wie die Höhle von innen aussieht, solange sie groß genug ist und genug Platz für ihn hat. Ob die Wände gestrichen sind, das spielt für ihn keine Rolle. Menschen sind anders. Menschen legen Wert auf Schönheit. Menschen dekorieren ihre Häuser. Aber warum ist der Mensch so? Warum ist er nicht einfach wie ein Tier, was sagt, okay, das Haus erfüllt seinen Zweck, reicht doch. IKEA würde pleite gehen, ja, aber es gibt einen bestimmten Grund dafür. Ich bin jetzt 47 Jahre alt, aber die Seele, die in mir steckt, die gab es schon seit Anbeginn. Die hat mit Adam schon angefangen zu existieren. Allah sagt in Surat al-A'raf, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقَ. Sprich, wer hat die schönen Dinge Allahs verboten, die er für seine Diener hervorgebracht hat, und die guten Dinge der Versorgung? Das ist die Übersetzung. Wer hat die schönen Dinge Allahs verboten? Aber eigentlich steht das hier nicht. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ bedeutet, wenn man das wörtlich übersetzt, bedeutet es, wer hat die Schönheit Allahs verboten? Das ist die Bedeutung. Wer hat die Schönheit Allahs verboten? Aber es ist vom Zusammenhang her klar, dass es um Erlaubtes und Verbotenes geht. قُلْ مَنْ حَرَّمَ, sprich, wer hat verboten, was kann man denn verbieten? Oder was könnte man sich vorstellen, was tadelnswert wäre, wenn man es verbietet? Natürlich das, was eigentlich erlaubt ist. Und was sind dann in diesem Fall die erlaubten Dinge? Die schönen Dinge. Wer hat die schönen Dinge Allahs verboten? Daher kommt diese Übersetzung. Aber es ist nicht ganz treffend wiedergegeben und es steckt noch mehr dahinter. Noch mehr als einfach nur die schönen Dinge. Die schönen Dinge Allahs. Allah bezeichnet hier die erlaubten Dinge ja nicht einfach nur als erlaubt, nicht einfach als halal und auch nicht einfach nur als schöne Dinge. Er bezeichnet das Erlaubte hier als Schönheit Allahs. Wow, das ist schon ein außergewöhnlicher Begriff dafür. Menschen lieben Schönheit und tatsächlich sind die Menschen die einzige Spezies, die darauf sehr viel Wert legt. Ein Vogel baut sich ein Nest, aber er baut nicht unbedingt ein schönes Nest. Er möchte sein Nest nicht unbedingt dekorieren, tapezieren, anstreichen. Das Nest muss seine Funktion erfüllen. Genauso die Ameisen, die einen Ameisenbau irgendwie hervorbringen. Er muss nicht schön sein. Er muss einfach nur seine Funktion erfüllen. Einem Bären ist es egal, wie die Höhle von innen aussieht. Solange sie groß genug ist und genug Platz für ihn hat, ob die Wände gestrichen sind, das spielt für ihn keine Rolle. Menschen sind anders. Menschen legen Wert auf Schönheit. Menschen dekorieren ihre Häuser. Wisst ihr, was im IKEA die meistbesuchteste Abteilung ist? Dekorationsabteilung. Dekoabteilung. Da ist nichts, was man unbedingt braucht. Das sind alles nur Dinge, die ein Haus schön machen. Deswegen ist im IKEA auch die Dekoabteilung immer am Ende. Man muss durch den ganzen Laden gehen, damit man die Dekoabteilung erreicht, weil da jeder hin will. Der Mensch möchte es sich schön machen. Man sieht auf dem Bild von einer Postkarte irgendeinen schönen Ort und dann sagt man, man möchte dahin. Warum überhaupt? Weil es schön dort ist, das reicht schon. Der Elefant hat dieses Problem überhaupt gar nicht. Er käme gar nicht auf die Idee, unbedingt zu einem Ort hinzuwollen, weil er schön ist. Aber den Menschen zieht es dahin. Ich kenne eine Lehrerin, die zwingt ihre Schüler dazu, Stifte zu sortieren nach Farbe, weil es schön aussieht. Aber warum ist der Mensch so? Was unterscheidet den Menschen? Warum ist er nicht einfach wie ein Tier, was sagt, okay, das Haus erfüllt seinen Zweck, reicht doch. IKEA würde pleite gehen, ja, aber es gibt einen bestimmten Grund dafür. Es gibt einen Grund, warum der Mensch Wert legt auf Schönheit. Der Mensch war in der Gegenwart der ultimativen Schönheit. Der Mensch war in der Gegenwart Allahs. Wir wissen, dass Allah Adam erschaffen hat. Aber Allah berichtet auch im Koran darüber, wie er alle Nachkommen von Adam aus ihm hervorgebracht hat. Es wird berichtet in Surat al-A'raf, in der gleichen Sure, etwas später. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا
Und als dein Herr von Adam alle seine Nachkommen herausgebracht hat, und als er ihnen sagte, bin ich nicht euer Herr? Und da haben sie geantwortet, doch, wir bezeugen es. Das berichtet Allah im Koran. Alle Seelen wurden vor Allah versammelt. Und Allah hat mit ihnen eine Vereinbarung geschlossen. Bin ich nicht euer Herr? Und alle unsere Seelen haben gesagt, ja, wir bezeugen es. Das bedeutet, die Seele, die in uns steckt, die ist viel älter als wir. Ich bin jetzt 47 Jahre alt. Aber die Seele, die in mir steckt, die gab es schon seit Anbeginn. Die hat mit Adam schon angefangen zu existieren. Meine Seele stand irgendwann einmal vor Allah. Und sie hat mit Allah geredet. Sie hatte eine Unterhaltung mit ihm und sie war in seiner Gegenwart. Dann irgendwann später, als ich auf diese Welt gekommen bin, ist ein Engel gekommen und hat diese Seele genommen und sie in meinen Körper gebracht. Aber die Seele gibt es schon viel länger. Und die Seele war in der Gegenwart Allahs, der ultimativen Schönheit, der vollkommenen Schönheit. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith sagte, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah ist schön und er liebt das Schöne. Nichts ist schöner als Allah. Und diese Seele in uns hat diese Schönheit kennengelernt. Jetzt ist sie auf dieser Welt. Diese vollkommene Schönheit findet sie hier nicht mehr. Aber sie sucht die Schönheit in dieser Welt. Das steckt in uns. Aber was ist das Schöne in dieser Welt? Was sind die schönen Dinge in dieser Welt? قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ. Das, was Allah erlaubt hat. Das sind die schönen Dinge in dieser Welt. Das ist die Schönheit Allahs in dieser Welt. Was er verboten hat, das hat er nicht einfach verboten. Nicht einfach, weil man das halt nicht macht. Das wäre sein Recht, aber das ist es nicht nur. Etwas, was verboten ist, ist noch viel mehr. Etwas, was verboten ist, ist hässlich für die Seele. Es ist abschreckend. Es sind Dinge, die verdorben sind, die einen wie einen schlechten Geruch haben. Wir stellen uns das mal beim Essen vor. Man würde irgendetwas essen, was schon längst verdorben ist. Früher habe ich manchmal so Orangensaftpackungen in mein Zimmer genommen, habe ein bisschen davon getrunken und sie dann tagelang da stehen lassen. Und dann irgendwann ein, zwei Wochen später, da war der Orangensaft natürlich schlecht geworden. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, den dann noch zu trinken. Aber was passiert, wenn man ihn trotzdem trinkt? Man hat diese Reaktion so, niemals. Wow. Und genauso ist das Verbotene für die Seele. So wie wir selber niemals verdorbenen Orangensaft trinken würden, so würde die Seele niemals freiwillig etwas Verbotenes tun. Es gibt dieselbe Reaktion darauf. Habt ihr euch mal gefragt, wie Lügendetektoren funktionieren? Ist doch irgendwie erstaunlich, oder? Das darf man in Deutschland nicht anwenden. In Amerika wird das gemacht und es funktioniert tatsächlich. Denn man weiß von einem Menschen, dass wenn er lügt, dass es eine bestimmte Reaktion gibt. Man fragt sich, warum? Das sind doch eigentlich erstmal nur Worte. Was reagiert da? Irgendetwas in dir sagt dir, das ist falsch. Das macht man eigentlich nicht. Und dieses Gefühl kann man auch nicht so leicht unterdrücken. Es drückt sich aus durch eine bestimmte Reaktion im Hautwiderstand, durch, ich weiß nicht genau, wie die das messen. Das ist etwas Verdorbenes für die Seele. Und sie kann das nicht unterdrücken, es kommt irgendwie raus. Genauso, als würde man so 100 Jahre alten Orangensaft trinken. Das Verbotene ist wie, es ist wie Gift für die Seele. Und darum hat Allah diese Dinge verboten. Er hat dir verboten, etwas einzunehmen, was schädlich für deine Seele ist, was Gift für deine Seele ist. Und er hat gleichzeitig etwas erlaubt. Und es erlaubte, das ist die Schönheit Allahs in dieser Welt. Du bist fasziniert vom Koran, aber kannst ihn noch nicht auf Arabisch lesen? Dann habe ich was für dich. Die QSK-Methode. Klick dazu jetzt auf den Link. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Sprich, wer hat die schönen Dinge Allahs verboten, die er für seine Diener hervorgebracht hat? Und die guten Dinge der Versorgung. Er hat das nicht einfach erschaffen in dieser Welt. Er hat es hervorgebracht. Herausgebracht. Wie ein Schatz. Wie Diamanten, wie ein Geschenk für seine Diener. Und die guten Dinge der Versorgung. Nicht einfach nur zum Anschauen. Er versorgt den Menschen, er könnte ihn mit allem Möglichen versorgen. Aber er hat die schönsten Dinge
dafür ausgewählt, um den Menschen zu versorgen. Allah setzt den Menschen in diese Welt und er bringt ihn auch über die Runden. Und er nimmt dafür das Schönste, was er dem Menschen als Geschenk macht. Und Allah sagt weiter in diesem Vers, قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sprich, diese Dinge, die sind für die Gläubigen in diesem Leben und ausschließlich für sie am Tag der Auferstehung. Das ist eine der Bedeutungen, eine der Möglichkeiten, wie man diesen Vers übersetzen kann. Und das ist das Offensichtliche. Hier in dieser Welt, da haben alle Menschen einen bestimmten Genuss. Diese schönen Dinge, die sind ja in dieser Welt für alle. Aber später am Tag der Auferstehung, im Paradies, sind diese Dinge nur für die Gläubigen. Und das hier ist nur eine Vorschau quasi darauf. Das hier, was wir hier sehen, ist eine Vorschau. Man muss deswegen auch vorsichtig sein, wenn man die erlaubten Dinge in dieser Welt kritisiert. Es ist fast wie eine Kritik an der Schönheit Allahs. Die zweite Bedeutung ist dieser ausschließliche Genuss im Paradies. Er ist ausschließlich in dem Sinne, dass es hier keinen absoluten Genuss gibt. Alles, was wir hier genießen können, ist immer verbunden auch mit Prüfungen, mit Schwierigkeiten. Es gibt keinen reinen, absoluten Genuss in dieser Welt, aber den gibt es im Paradies. Am Tag der Auferstehung ist das Paradies nur zum Genießen. Man muss nicht arbeiten, um einen Genuss zu bekommen. Es ist einfach nur entspannt. Es gibt nur den reinen Genuss, den ausschließlichen Genuss und nichts, was noch hinzukommt. Und die dritte Bedeutung ist, das hat Al-Alusi erwähnt, nach den Wohltaten in dieser Welt wird man gefragt. Aber die Gläubigen, die sich im Rahmen des Erlaubten halten und nur das Erlaubte genossen haben und mit diesem Mindset ihr Leben verbracht haben, das genügt ihnen. Sie werden nicht noch weiter gefragt. Es kommt nicht noch mehr dazu. Wenn man sich in diesem Rahmen bewegt, im Rahmen der Schönheit Allahs, dann reicht das. Dann brauchst du nicht noch mehr Rechenschaft ablegen. Der Mensch ist von seiner Natur her, er fühlt sich hingezogen zum Erlaubten, zum Schönen, weil er die Schönheit liebt. Und man merkt das auch manchmal selber, wenn man sich einer verbotenen Sache nähert, besonders als Kind. Später irgendwann verliert man das, wenn man sich daran gewöhnt hat. Aber ich habe schon öfter erwähnt, wie ich mich erinnern kann, wo ich als Kind aus dem Portemonnaie meiner Mutter ein Geldstück genommen habe und das war ein komisches Gefühl. Wissenschaftlich betrachtet habe ich nichts weiter getan, als ein Stück Metall von einem Ort an einen anderen zu bewegen. Aber etwas in mir drin wusste, das ist Unrecht. Und es hat zu einer unangenehmen Reaktion geführt. Man spürt das und man weiß das auch. Aber irgendwann verliert man diese Eigenschaft. Oder es kann vorkommen, dass man die Dinge in einem anderen Licht sieht. Und das ist das, was der Schaitan mit dem Menschen machen kann. Er hat gar keine große Macht. Aber was er tun kann, ist, er kann Dinge als schön erscheinen lassen, die eigentlich hässlich sind. Und genauso umgekehrt. Er kann Dinge hässlich aussehen lassen, die eigentlich schön sind. Und wir sehen das gerade in der heutigen Zeit. Was wird alles als fortschrittlich und modern gefeiert im 21. Jahrhundert? Dinge, die nicht schön sind. Die auch vor 100 Jahren vielleicht jemand nicht als schön gesehen hätte. Aber sie werden den Menschen so gezeigt. Und die Menschen sehen sie. Die Menschen sehen sie dann auch so. Shaitan möchte nicht, dass du Allahs Schönheit in den Dingen siehst auf dieser Welt. Und diese Schönheit liegt in dem Erlaubten. Darauf möchte er deinen Blick trüben. Und wenn wir in der Lage sind, die Schönheit Allahs in dieser Welt in dem Erlaubten zu sehen, dann kommt man sich fast ein wenig auserwählt vor. Möge Allah uns allen ermöglichen, diese Schönheit in dieser Welt zu erkennen. بارك الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم